Fängst du da an, auf der Seite? Machen wir diesmal so rum. Hey Gaia, hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, zufällig bin ich hier und dachte ich mir, wir können vielleicht eine Kombination machen, wo wir Boleo und Cicada zeigen, aber dass wir beide einmal eine Cicada haben als Möglichkeit. Okay, können wir auch zwei Boleos machen, einen Rück, einen vor? Ja, dann haben wir den ganzen Paket. Dann haben wir alles. Sehr schön. Also hoffentlich kennst du schon Boleos und Cicadas, weil wir darauf jetzt technisch nicht eingehen, dafür gibt es aber andere Videos. Was du aber machen kannst zur Aufwärme für diese Figur, ist auf der Achse zum Beispiel ein bisschen herumarbeiten, so du trainierst deine Achse, gleichzeitig trainierst die Verdoppelung in deinem Körper, Boleo zu machen. Wenn Boleo ein bisschen schwer dir fällt, kannst du auch das Bein am Boden lassen und damit trainierst du trotzdem die beiden Boleo gleichzeitig. Super, ja? Sehr schön, gut. Und dann beginnen wir mit einem Rückwärts-Boleo, den wir auflösen in eine Vorwärts-Cicada der folgenden. Dann kommt der Vorwärts-Cicada der führende und ein Vorwärts-Boleo, immer der folgende. Ha. Tja. Ganz schön schwer, Geier. Also nochmal, Übung, Übung, Übung. Boleo, Cicada, Cicada, Boleo. Okay, ich habe eine Frage. Wie spürst du den letzten Boleo? Ich spüre den letzten Boleo, weil nach deiner Cicada spüre, dass du mich für weiter in eine Rotation nach rechts. Und wenn ich dabei bin, nach rechts zu drehen, gehst du aber in die Gegenrichtung. Und deswegen mein Körper fühlt sich eingedreht, wie in einem Boleo sein sollte. Ja. Und das Schöne an dieser Kombination ist ja, dass wir die Dynamik sowohl des Boleos als Eingang in die erste Cicada benutzen, Rückwärtsboleo in den Vorwärtsschritt für die erste Cicada, als auch die Dynamik der Cicada des Führenden, durch die Cicada entsteht ja Dynamik im Körper der Folgenden in diesem Fall, benutzen als Eingang in den zweiten, in den Vorwärtsboleo. Und es ist nicht ein Zufall, dass nach der Boleo meine linke Füße, ich würde natürlich ausdrehen in die Richtung, wo meine Cicada stattfindet. Und nach seiner Cicada, der mich nach rechts dreht, meine Bewegung wird unterbrechen, um das Boleo zu führen. Also wir haben wirklich einen logischen Ablauf zwischen Boleo und Cicada. Wahnsinn. Ha, super. Toll. Letzte Anmerkung von mir. Wenn ihr das trainiert, trainiert es langsam. Macht euch keinen Stress. Langsam, langsam. Das erste rückwärts Boleo. Ohne Stress. Erste Cicada. Ohne Stress. Zweite Cicada. Abschluss im Vorwärts-Boleo. Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr anfangen, es immer fließender zu tanzen. Wampam, tak, tak, wampam. Fantastisch. Macht Spaß. Bis bald. Hoffentlich euch auch. Bis bald. Ciao.